Alter, wenn die beiden Weinflaschen jetzt kaputt gegangen sind. Alter, wenn die beiden Flaschen kaputt gegangen wären. Der gute Riesling! Oh, ist der gute Riesling! Liken, abonnieren, meinen Partner Just Legends auschecken. Macht den Papa glücklich! Was geht ab, ihr Zios hier? Willkommen zu Vernünftig, eure Videos, Hashtag 161, eure Dashcam-Video-Einsendungen, Dashcam, at Horsepower, at das, Hash, was, da, Dashcam, ja. Dankeschön, nochmal ein Benni fürs Abonnieren, Dankeschön. So, bisschen was zur Auflockerung, nochmal ein paar, lernen wir das Autofahren. Heute bin ich euer Fahrlehrer und erkläre euch, wo jetzt hier immer der Fehler war. Los geht's. Eure Videos. Moin Leute, willkommen zu Folge 161 und ich kann euch schon mal versprechen, in dieser Folge haben wir viele Probleme mit Ampeln. Ja, der ignoriert, das ist... Alter, die Fußgänger? Kannst du doch fahren. Ich muss sagen, das ist immer mega scheiße, wenn zweispurig rüber geht... Kommt es immer wieder mal vor, dass Leute sagen, ich will jetzt dahin. Und dich schneiden. Hä? Boah, wieder rutscht. Och, cool, trotz meiner Millionen Kilometer da draußen. Ich habe noch nie einen Lotsen gesehen. Ich dachte immer, sowas gibt's nur in den Fahrschulbüchern. Hä, doch, klar gibt's sowas. Das hat mir früher im Dorf auch. Ich hab mich immer gefragt, schon als Kind, wer macht das freiwillig? Aber nun der Sprung zum Ereignis. Das hier ist wieder so ein Clip, wo du denkst... Das gibt's doch nicht, wer fährt denn da raus? Eieiei, Mann. Alter, wenn die beiden Flaschen kaputt gegangen wären. Der gute. Was? Was hat er gesagt? Eieiei, Mann. Alter, wenn die beiden Weinflaschen kaputt gegangen sind. Alter, wenn die beiden Flaschen kaputt gegangen wären. Geil! Der gute Riesling! Oh, ist der gute Riesling! In der Fusel hingeflogen. Ich will saufen heute noch! Irgendeine Berliner Göre kennt bestimmt diese Straße und schreibt uns die Höchstgeschwindigkeit hier in die Kommentare. Aber was der da macht. Das kann nicht richtig sein. Vor allem, da war doch offensichtlich ja, rot. Guckt mal, wie viele Fahrräder und Fußgänger der ins Grab bringen hätte können. Hä? Der ist so langsam gefahren, dass der Datter will abbiegen und der ist, keine Ahnung, eingeschlafen? So, das war Lamax Protect. Ich habe Dominik gesagt, Alter, das riecht ja nach Versicherungsbetrug. Bremsen und dann Gas geben und voll reinfahren. Stimmt, ja. Oder wie oder was oder wo. Ich sage, das ist ja ein Witz oder was. Da schreibt er, nee, so war es gar nicht. Er hat es mir dann erzählt und ja, der da drin sitzt, der hat es absolut nicht nötig, Versicherungsbetrug zu begehen, würde ich sagen. Das Problem war, der oder die Fahrerin hat in der Weltgeschichte rumgeguckt, weil sie eine Straße sucht. Naja, ist klar. Wirst langsam, guckst in eine Straße rein, gibst wieder Gas, guckst aber immer noch in eine Straße rein, denkst ja, da ist keiner. Ja, schade, da ist er leider losgefahren und ja, dann knallt es halt. Das ist mega scheiße gelaufen. Wer bekommt da recht? Weil es hat nicht geblinkt. Also darf er nicht rausfahren. Aber, boah, rechtlich gesehen, also ich als Richter wäre voll so, teilt euch den Schaden, Jungs. Wieder so eine blöde Arschgeige. Auf der anderen Seite müssen sie nun extra bei Grün noch warten, bis er durchgefahren ist. Was bildet dieses egoistische Stück Scheiße sich eigentlich ein, den anderen Leuten auf der anderen Seite die Zeit zu stehlen, ne? Karnickel! Oh nein! Ach, der Meisterlampe! Nein, alles gut, ich hab nichts erwischt. Ja, weiterfahren, nicht aussteigen. Ja.
drehe. Der halbe Wildpark auf der Straße. Ja, was ist denn hier los? Zeitumstellung, du musst vorsichtiger fahren. Zeitumstellung. Ich komme gar nicht mit klar, die Tiere. Also, wobei morgens eigentlich, glaube ich, noch schlimmer ist. Weil... Alter Schwede! Wie traust du dich doch so schnell zu fahren? Ich werde es ja viel ruhiger. Vorsichtiger hier fahren. Und nicht so schnell. Sag mal, die Leute riskieren ihr Leben. Sind die einfach nur strunzdoof oder sind das Helden, weil die so mutig sind? Ach, die sind doof, ne? Ich weiß nicht, als wenn die Leute glauben, rot wäre nur ein Vorschlag zum Anhalten. Vor allem dann auch noch mit Firmenaufschrift auf dem Auto. Du repräsentierst den Ruf der Firma da draußen. Der Chef schmeißt dich für sowas raus. Naja, passen ja hin. Auf die Straße. Schnell vorgezogen so. Hey, ist das München? Sieht mal voll krass nach München aus hier drüben. Aber kann eigentlich alles Mögliche sein. Wenn man nicht ganz aufpasst. Ah, ja. Schwache Gemüter macht die Augen zu, bis es knallt. Der Monteur. Bam! Uff! Ärgerlich, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Mutter mit ihrem Kind ist oder die Oma mit ihrem Enkelkind. Auf jeden Fall gehört sie in eine Klapse. Die gehört sowas von in die Klapse. Das ist einfach unglaublich. Ja, was ist das jetzt? Ja, die Pferde ist noch immer groß. Ich glaube, bei den Achsen. Was soll denn das jetzt? Wir brauchen doch einen Elternführerschein, oder? 250 fährt Lucky gleich, schreibt da! Warum macht man das? Auf dem Bike? Da will man doch sterben, oder? Bitte macht sowas nie. Weil jeder baut in seinem Leben einen Unfall und besser hockst im Auto als auf dem Motorrad. Was stimmt mit den Menschen nicht? Mit Erwerb des Führerscheins haben die sich dazu bereit erklärt, die Straßenverkehrsregeln zu akzeptieren. Wenn die das nicht können oder wollen, dann müssen die den Lappen eigentlich wieder abgeben. Nicht eigentlich. Das ist so. Oh. Hä? Was jetzt? Das fragt ihr euch, ne? Christoph nennt das Video Sturköpfe fahren sich fest. Ach so. Grad am Brill. Maximal sind heute auch nur so minus 1 Grad drin. Dazu gibt es aber den ganzen Tag über richtig viel Sonne. Es ist kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Ahnung. Das macht das Ganze schon viel angenehmer. Ich habe gerade so eben mal die Nase aus dem Fenster rausgestreckt in der Sonne. Fahrt doch aneinander vorbei. Schon anders an. So. Morgen auch ganz viel Sonne mit am Start und dann die Werte sogar wieder über 0. Die maximal Da gibt es Kuhlmann. Warmen Windchenbachstraße. Jetzt-kuhlmann.de. Hallo an diesem wunderschönen sonnigen Samstag-Wintertag. Es ist kalt, aber schön. Mal aussteigen, so vorgehen. Könnt ihr bitte weiterfahren? Ist sogar ein Postauto. Boah, weißt du, du bist mega eilig so. Steigen sie alle aus, so? Fahr doch einfach vorbei! Also mal ganz im Ernst, ne? Auf die Idee, ne? Da hätte auch schon ein anderer kommen können. Ich weiß nicht, wieso das heutzutage so schwierig ist. Also, verstehe ich nicht. Mit stur dran vorbeigehen, geht mich nichts an. Die Probleme haben andere. Ach, ich finde das doof. Fahrt doch einfach. Ey, Wahnsinn. Christoph geht übrigens kopfschüttelnd zum Auto zurück. Ich meine, es ist super eng, ja, aber keine Ahnung. So.
Ach, Leon Müller. Jetzt müsste Christoph da stehen bleiben, weil er denkt, ah, oh, zu eng, da passe ich nicht durch. Das wäre lustig gewesen. Hier. Oh, wie schnell ist der? Das wirkt zu schnell. 43 km/h. Okay, passt. Aber der dümmste Trottel aus der ganzen Folge hier ist er hier, der Range Rover links. Ach, er will die Ausfahrt. Er will die... Oh. Er wollte die Ausfahrt. Alter. Einfach unfassbar, wie der den LKW ausbremst. Ich gönn's ja nicht dem LKW-Fahrer, aber dem Range Rover hätte er hinten reinknallen müssen. Ah! Danke, Horsilein, fürs Videos pixeln. Schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei. Leute, lasst den Sprit aus dem Balch. Oh, nee, du. Armer Kerl. Wie meine Mama immer sagt, ab einem gewissen Pegel wird's nicht mehr lustiger. Wie er gar nicht mehr hochkommt. Wenn man Fall als Betrunkener den Straßenverkehr beeinträchtigt, zu Fuß, glaube ich, kann man auch den Führerschein verlieren. Muss man nachgoogeln, aber auf dem Fahrrad auf alle Fälle. Aber ich glaube, man kann sogar als Fußgänger, wenn man irgendwas... Muss man nachgoogeln, da habe ich mal was gehört. Ach du heilige Makrele! Schild wieder hoch. Ganz schlimm sind diese E-Roller, die es gibt in Städten. Viele glauben betrunken, ach komm, ich fahr mal mit nach Hause. Nein, auf keinen Fall, Alter. Aber geht wieder rüber am Ende. Passt wieder alles. Mei, der Arme. Ich lass mal ein Like da. Dankeschön, dann fahr vernünftig für das süße Video. Und dann denken wir drauf, man reagiert selber immer, ja, nicht das neueste, nicht neuesten Videos, sondern irgendwas Altes. So, also, es tut mir echt leid für ihn, aber das mit dem Fußgänger am Ende war schon witzig. Ja, starke Folge, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch. Ciao, ciao.